Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Freunde, oder guten Tag. Wir machen heute Party, okay. Die Gegner, die laufen alle nur sehr gut. Nicht über die Blumen laufen, kein Problem. Hoffe ich, wenn ich da noch gescheite Sachen bekomme. So, ich setze mal daher, da habe ich die meisten Grabsteine. Wer weiß, was nachher noch kommt. Ah, bitte, da kommt ja schon was. Das sollte ich vor die Blumen setzen. Die Frage ist nur, wie weit vor die Blumen. Ah, da habe ich noch etwas. Das gehen wir daher. So. Joa, das Ibiza Gate. Ich weiß nicht, beschäftigt ihr euch damit? Ne, ich bin Österreicher, Wiener. Ein Österreicher schockiert heutzutage nichts mehr. Was er das alles erschert. Naja. Jetzt ist ja der Anwalt rausgekommen, angeblich, der das eingefädelt haben soll, und auch noch eine Detektei, die in Deutschland gemeldet ist, aber der Österreicher ist und in Österreich wohnt, angeblich nur in Deutschland, dass eine Scheinadresse ist. Ja, so, ich glaube, ich setze den daher. So, dann habe ich da noch eine weitere Reihe für die Sache dazu mache. Und außerdem ist schneller zu Ende. Die sind relativ hart. Ah, da habe ich noch so einen. Egal. Das schaffen wir schon. Sehr gut, die Steine sind weg. Wunderbar. So, jetzt gehen wir es wieder an. Daher, da habe ich auch sehr viel zu tun. Oh, der ist schon sogar schon weg. Okay, nichts, hat keine Probleme. Das schaffen wir mit links. So. Ich finde es ja persönlich eher schockierend, ja, bezüglich Politik, wie leicht es ist, praktisch eine Regierung zu stürzen. Und die österreichische wurde ja jetzt praktisch gestürzt. Mich würde ja interessieren, wer der Auftraggeber ist, wer die Hintermänner sind. Ja, das wird man wahrscheinlich nicht so leicht herausfinden. Weil normal macht ein Anwalt und ein Detektivbüro etwas nur für Geld. So, okay, also die drei Reihen sind voll. Jetzt kommt noch eine ordentliche Welle, aber halb so wild wird das wahrscheinlich sein. So. Was haltet ihr denn hier davon? Von seinem von dem Skandal in Österreich. Ich weiß eh nicht, wo der wirkliche Skandal ist. Ich meine, deine Politiker, ja. Das ist halt so typisch für den, finde ich. Ja. Der ist. Ja. Deshalb wurde er, glaube ich, gewählt, weil er näher beim Volk ist. Insofern wundert mich das nicht, dass das passiert ist. Aber. Ja. Ich finde eher den Skandal, dass man es versucht oder gemacht hat. Wer auch immer es gemacht hat. So, weiter gehen wir jetzt noch das, ja. Oh, okay. Schon alles weg. Gut, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich. Bis morgen. Tschüss.